Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Dreamfall Chapters. Und wie ich glaube, ich in der letzten Folge zumindest meine gesagt zu haben, ich wollte ja hierhin zurück, ne? Ich habe mir jetzt aber gerade überlegt, das war das Falsche. Ich hatte mir gerade überlegt, wir hatten ja noch Charakterbilder, die ich halt nicht vorgelesen habe, ne? War, glaube ich, zumindest irgendwie so. Bei ihr waren wir stehen geblieben, aber die letzten drei hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? Deswegen, bevor ich mit dem Dings vielleicht weitermache, einfach mal die erwähnen, oder ich weiß nicht, hatte ich mir überlegt gehabt, als wir, doch, wenn wir mit Keen weitermachen, das hatte ich mir, glaube ich, überlegt gehabt. Okay, der Lüftungsschacht, wir haben ja was gefunden gehabt beim letzten Mal. Warte mal, wo hatte ich denn das Inventar? Das war doch hier blauer Schlüssel, oder? Das passt nicht ins Schloss, dieser Luke. Was? Bewegt sich nicht. Das ist ein Schloss. Ich glaube, um das Ding zu öffnen, brauche ich das richtige Werkzeug. Oh, das ist ja doof. Warte mal, kann ich... Ja, kombinieren kann ich es nicht, aber glaube ich zumindestens. Nö, passt nicht. Na super. Wir können ja eh bloß in die rein... Warte mal, lass mal kurz auf die Karte gucken. Wir können ja, glaube ich, bloß in die rein, die eh blau sind, ne? Also den oben... Da haben wir ja den Schlüssel her. Das ist ja doof. Aber ich glaube, das... Warte mal. Das Ding ist kalt. Okay. Ist das auf der Karte aktualisiert? Nee, ist es nicht. Ich dachte, wir müssen unbedingt da rein. Alles still. Ich höre nichts. Habe ich mich wohl ein wenig zu früh gefreut, das wird trotzdem nicht aktualisiert. In die heißen Dinger kann ich, glaube ich, eh nicht rein, weil die ja noch aktiv sind. Also muss ich erstmal wieder ein bisschen rumlatschen. Das Blöde ist ja, habe ich auf dem Weg hier hin schon gemerkt gehabt. Die ganzen Straßen sind ja mehr oder weniger blockiert, also ein bisschen kacke. Ich hoffe einfach mal... Hier könnte ich aber auch nicht, oder? Doch, hier ist blau. Okay, ich meine, wenn wir schon mal da sind. Aus dieser Luke kommt heißer Dampf. Ich glaube nicht, dass da jemand lebt. Okay, es sind dann halt wirklich bloß die blauen Sachen. Mal schauen, vielleicht habe ich ja hier vorne schon Glück. Ich bin halt bloß davon ausgegangen, wir haben jetzt den Schlüssel und der wird bei allen passen. Und weil wir eh der Dings da folgen müssen, ne? Bloß wird das so gut sein, wenn wir hier vor den Augen des Bullen da irgendwie rein? Kann ich mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen. Lassen Sie das, Bürger. Sie sind im Begriff, eine terroristische Straftat gegen Regierungseigentum zu begehen. Ich bin befugt, tödliche Gewalt anzuwenden, sofern Sie dies nicht auf der Stelle unterlassen. Netter Typ. Okay, ich darf es nicht mal probieren. Kann ich mit ihm sprechen? Gleich um die Ecke dort werden schwere Straftaten begangen. Ehrlich. Ich habe Order, diese Position zu halten. Gehen Sie weiter. Gleich um die Ecke dort werden schwere Straftaten begangen. Ehrlich. Ich habe Order, diese Position zu halten. Okay, er hat Order. Na toll. Das Ding ist halt... warte mal, die ganzen Dinger waren ja unten gewesen, ne? Wenn jetzt aber Bullen da in der Nähe sind, kann ich ja sowieso nichts machen. Sie sehen heute absolut strahlend aus. Hau ab, was willst du denn jetzt? Hätten Sie eine Minute Zeit für mich, damit Nein. Ich Ihnen von der neuen Warty Dream Machine erzähle? Nein, Mann. Ich frage mich, was passiert, wenn ich um das komplette Verkaufsgespräch bitte. Bäh, wie nervig. Wenn das Ding danach ruhig ist, bitte ich um die 3 Sekunden. Ich habe jetzt gerade keine Zeit, diesem Werbebot zuzuhören. Tut mir leid, ich hab's eilig. Süße Träume, Verbraucherin. Sorry, aber das juckt mich halt gerade null. Das Ding ist bloß, ich konnte ja hier, glaube ich, nun nicht überall hin, ne? Und das einzigste Ding, was wir bisher gesehen haben, war das am Anfang, wo keine Leute rumstanden. Warte mal. Nee, ach, da war der Bulle gewesen. Weil ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass wir da einfach hin müssen. Oder da rein müssen und wir müssen ihn irgendwie ablenken. Nee. Hi, und hier ist halt auch alles voll. Und jetzt bin ich wieder am Anfang. Das ist... Hat sich halt voll gelohnt. Aber, ja, was willst du machen? Aber ich glaube, am Anfang wurde ja auch... Oder hatte ich das gesagt gehabt? Dass das teilweise ein bisschen sich ziehen könnte? Nicht muss? Ich meine, ich kann es Spaß aber mal hier direkt an der Lüftungsluke probieren. Weil hier kam sie ja raus, also theoretisch. Das Ding sitzt total fest. Okay.
War ja auch bloß theoretisch. Und selbst hier kann ich es nicht machen, weil es ja heiß, ne? Ganz warm. Fast heiß. Aha. Wurde das jetzt... Oh, Junge. Wurde das jetzt wenigstens auf der Karte markiert? Okay, das wurde wenigstens markiert. Warte, ich mach das auch bloß nochmal, falls ich doch sehr, sehr lange brauche. Was unter Umständen vorkommen kann, dass ich das auf jeden Fall habe. Mal gucken, vielleicht gibt es halt auch bloß einen, der nicht bewacht ist, der blau ist. Ich meine, alle haben wir noch nicht, den ganz, also direkt unter mir. Da ist sie zwar rausgekommen, da kommen wir aber nicht rein, weil falscher Schlüssel. Ansonsten, boah, ich meine, wir haben ja von den Aufgaben her noch das mit der Iris-Net-Signatur, ne? Wo ich aber immer noch keinen Plan habe, wie ich das überhaupt nutzen soll. So, dann gehen wir mal hier oben hin, um zu kicken. Ja, gut, das sieht mir ein bisschen warm aus. Aber ihr wisst ja, der Vollständigkeit halber. Und falls man später nochmal zurück muss. Ist halt bloß blöde. So. Ganz warm. Fast heiß. Aha. Aber hier auf dem. Ich wollte gerade sagen, auf dem Plaza war doch auch alles voller Leute gewesen, oder nicht? Hier ist auch. Und diesen. Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht. Es muss sehr heiß sein da unten. Ja, also viele Möglichkeiten habe ich jetzt nicht mehr. Bürger, hören Sie der folgenden Durchsage genau zu. Sofern Sie draußen nichts zu tun haben, kehren Sie bitte. Obwohl, das sieht nicht schlecht aus. Ich würde gleich mal probieren. Und da sieht man auch richtig das Schlüsselloch. Also das, hier sollte es doch funktionieren, oder? Hallo? Benutzen? In der Luke steckt etwas. Hallo, gelber Schlüsselkopf. Oh lol, jetzt sag mir nicht, ich muss das benutzen, um den Dings. Warte mal, wie war das gerade? Menü. Kombinieren. Ich habe den Schlüssel, aber keinen Schlüsselknopf gehabt. Das Ei am Himmel beobachtet sie, damit sie es nicht tun müssen. Okay, muss ich das vielleicht auf den kombinieren? Das geht halt nicht. Warum geht das nicht? Willst du mich verarschen? Warum geht denn das Kombinieren jetzt nicht? Ich... Oh. Hey, sie macht ja gar nichts mehr. Sagt sie wenigstens was? Ja, toll. Das... Fühlt sich kühl an. Ja, das ist schön, aber warum geht denn das mit dem Kombinieren jetzt nicht? Das kapiere ich nicht. Eigentlich blauer Schlüssel, gelber Schlüsselkopf. Oder brauche ich dafür den. Oder brauche ich einen blauen Schlüsselkopf? Oh nein, dann hätte ich ja bei den heißen Dingern mal hoch unten gucken sollen, weil das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Hatte ich den heißen Typen da schon? Nee, hatte ich noch nicht. Gibt es nicht zu sehen. Sorry, aber woher soll man das. Ich hab. Mann. Obwohl ich hoffe, dass es bloß bei den Blauen irgendwas ist. Ganz warm. Fast heiß? Okay, hier steckt nichts drin. Ich will das halt nicht übersehen. Nicht, dass da noch irgendwo was drin steckt. Die Dinger kann ich zumindest nicht kombinieren. Oder ich brauche einen gelben Schlüssel für den gelben Schlüsselkopf. Und ich muss noch einen blauen Schlüsselkopf irgendwie finden. Oder ich kann das gar nicht kombinieren. So, man muss das erst draufstecken und dann kann dann den Schlüssel nutzen. Hier haben wir auf jeden Fall nichts weiter. Okay, da ist jetzt ein gelbes Zeichen. Damit könnte ich in gelbe Dings reinkommen. Okay, ich gehe erstmal unten, mach den letzten. Das ist gerade, weiß ich nicht. Irgendwie ein bisschen doof. Also kombinieren kann ich es nicht. Backstandviertel. Ach, hier hinten ist noch einer. Der scheint mir kalt zu sein. Fühlt sich kühl an. Okay. So, ich probiere meinen Schlüssel. Nee, das passt nicht ins Schloss dieser Luke. Oh lol.
Also ich kann bloß bei bestimmten rein, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das wurde nämlich auch so markiert. Ich habe jetzt aber keinen anderen gefunden. Ist ja schon mal super Start. Aber ich wüsste doch halt nicht, was ich da anders. Warte mal, das war mit dem komischen Iris-Dings, ne? Warte mal. Klappe zu. Bedienfeld schließen. Hallo, hi, falsche Adresse? Okay. Ich bin niemand. Das hatten wir ja schon ausprobiert. Ja. Das wusstest du natürlich. Ich bin gerade ein bisschen. Bisschen überfragt. Einfach weil ich den Mist hier nicht kombinieren darf. Ist schon ein Schloss, aber ohne Griff kriege ich das Ding nicht auf. Wir haben ja einen Griff, aber warum darf ich den nicht kombinieren? Egal was ich drücke. Es funktioniert nicht. Nö, passt nicht. Oder darf ich halt nicht anvisieren? Hau mal ab hier mit deinen Tipps, mit deinen Sniffer, Kryptowährung, das ist schön. Blauer Schlüssel, gelber Schlüsselknopf. Weiß nicht, ob. Ja. LOL! Ach, LOL! Okay, kann ich es jetzt kombinieren? Oh Gott. Oh Gott. Dürft. Oder? Geht das jetzt? Ach, jetzt geht's. Okay, sorry. Wer konnte denn auch ahnen, dass auf dem Schlüssel noch ein Schlüsselkopf oben ist? Okay, wir sind im. Habe ich das auf der Karte eigentlich auch verzeichnet? Ah, hier habe ich gar keine Karte. Toll. Das ist das Mädchen, das ich auf der Straße gesehen habe. Sie steckt kilometertief in der Dreamtime. Was willst du? Geh weg, lass mich träumen. Könntest du dich bitte von dem Ding abkoppeln und mit mir reden? Ich kenne dich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich muss irgendwie zu ihr durchdringen. Es würde helfen, wenn ich etwas mehr über ihre Beziehung zu Hannah wüsste. Oh Gott. Okay. Also hat mir das schon mal rein gar nichts gebracht. Ich meine, mein Inventar habe ich. Ach, nee, das ist nicht das Inventar. Habe ich ja auch nichts weiter. Da habe ich ja bloß die Dinger. Ja, toll. Nein. Hannah Spur findet etwas, das den Taschendieb mit Hannah in Verbindung bringt. Erfahre von Abby. Okay. Wo hatte ich denn jetzt Abby? Wo hatten wir denn die sie das letzte Mal gesehen gehabt? War das nicht bei ihrem Laden? Also bei ihrem ehemaligen Laden? Das war doch Abby, oder? Ich bin gerade ein bisschen schon wieder verwirrt. Es ist halt auch schon wieder ein paar Tage her und so, ne? Ich weiß, es sollte eigentlich keine Ausrede sein, aber wenn du 4 Spiele gleichzeitig irgendwie spielst, ist das halt manchmal ein bisschen doof. Da gerät ein bisschen was in Vergessenheit. Gerade wenn wir doch ein eher komplexeres eine eher komplexere Sache haben wie das hier. Halt die Klappe, laber mir nicht dazwischen. So, wir haben hier aber wieder eine Karte. Hannah müsste eigentlich. Oh Gott, wie sind wir da hingekommen? Das war hier weiter oben gewesen bei dem Türmchen, ne? Mal gucken. Hier geht's auf jeden Fall runter. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier rüberkommen bei den Straßensperren. Ich wollte gerade sagen, nee, noch sind wir nicht da. Ich weiß halt auch gar nicht, ob das jetzt die richtige Person ist, die ich im Kopf habe, weil ich gerade nicht weiß, ob die Abby hieß. Ich möchte nämlich bald sagen, die hieß doch Nela. Warum? Warte mal, warum Abby? Erfahre von Abby mehr über. Aber die hieß doch Nela. Oder Nele? Nela? Nele? Ich gehe da einfach mal hin, sie müsste ja dann noch theoretisch stehen. Aber wir waren jetzt schon wieder. Ich bin doch bescheuert. Abby, warte mal, müsste eigentlich bei. Ja, toll, die Charakterbibliothek wird nicht geladen, das ist super. Darf ich jetzt vielleicht wieder? Wer von denen war denn jetzt. Ja, toll, eine Abby haben wir hier nicht.
Hä? Warte mal. Warte. Und mir die Hand abbeißen lassen? Ah, keine Chance. Okay. Ich werfe meinen Abfall in den Rinnstein, wie jeder normale Mensch. Ja, hätte ja sein gekonnt, hätte ja sein gekonnt. Oder war Abby diejenige welche, die mir ihre Scanner gegeben hat? Hey, hast du dich verirrt? Hey, halt die Fresse, du Kackbot. Okay, sind wir schon mal falsch. Das hat echt super funktioniert. Von Abby. Die Karte! Hol dir deine Karte! Halt die Fresse, Mann! Oh, der nervt. Also, dass man den nicht ausstellen kann, weil der nervt wirklich. Okay, Idee, wer Abby ist. Von Abby. Ach toll, hier kam ich ja nicht runter. Agenten des Eise zum Einsatz lebensgefährdender Gewalt befugt. Meiden Sie Gruppen. Na toll. Ach, hier ging es ja auch nicht rum. Diese Absperrungen nerven. Wie solche. Ich meine, notfalls, weil in der Folge würde ich schon noch gerne irgendwie was schaffen, würde ich nochmal zu unserem. Na, ich denke mal, ist jetzt unser Ex gehen, ne? Oder hieß das Mädel unten Abby? Das kann natürlich nämlich auch sein. Warte mal. Von Abby mehr über Hannah. Also heißt das Mädchen unten Abby. Oder? Na Spur für eine Taschendieb mit Hannah in Verbindung bringt. Ja, aber wie? Ich meine, meine Idee wäre jetzt hier gewesen, da wäre ich trotzdem mal, wenn ich eh schon hier bin, ganz kurz reingehen. Ansonsten müssen wir zu unserem Ex, weil das ist komisch. Jo, renn da. Weil du warst ja nicht Abby, ne? Nee, das ist Mira. Toll. Mira behandelt Whit wie den letzten Dreck, aber das scheint ihn nicht zu stören. Ja, sie haben eine sehr komplizierte Beziehung. Wie Geschwister. Zerstrittene Geschwister. Also sehr schön. Ja. Also hat das einmal gar nichts gebracht. Und bei den, wie gesagt, bei den anderen wüsste ich jetzt gerade gar nicht, wo ich weiterkomme oder wie ich weiterkomme. Deshalb werden wir mal zu unserem Ex latschen. Kann auch sein, dass ich mit dem. Der Kopf hat ja woanders nicht funktioniert. Doch, der hätte wahrscheinlich da funktioniert. Bei dem, aber da steht ja der Kopf davor. Wir gehen mal zu unserem Ex. Ich hoffe, das war der richtige Weg zu unserem Ex. Ich denke mal, das ist unser Ex. Oder vielleicht können wir ihn wieder zurückholen. Vielleicht hat der ja auch noch irgendwie eine Idee. Oder vielleicht geht es auch wirklich bloß mit ihm weiter. Ist ja auch möglich. Andere Möglichkeit, jetzt irgendwas zu machen, ganz ehrlich, wüsste ich jetzt bald gar nicht. Wo war denn das? Ne? War es hier nicht am Ende? Jo, rein da. Also, soll ich zuerst mal mit Sully quatschen? Vielleicht wäre besser, oder? Hey, Sully. Zoe, bitte sag mir, dass du hier bist, um deinen Mann zurückzuholen. Er macht mich völlig krank. Sully. War nur ein Witz. Er jammert und füllt meine Wohnung mit Elend, aber ich verstehe das. Ist kein Spaziergang, mit einem Journalisten verheiratet zu sein, hm? Wir waren nicht wirklich verheiratet. Ich trete aber auch andauernd voll rein heute, was? Ach, Schluss mit den geschmacklosen Witzen. Ich werde so ernst sein, wie es die Lage erfordert. Ich hoffe, du schleppst jetzt nicht wieder Würstchen an. Ich habe Angst um Reasers Leben, wenn er diese Tortur nochmal durchstehen muss. Der Ärmste hat einen Magen wie ein Lamm. Es gibt keinen Beweis, dass es die Schweinswürstchen waren, Sully. Außerdem habt ihr Nelas Wagen doch schon konfiszieren lassen. Kein Biofleisch mehr für niemanden. Das geschah im Interesse der Öffentlichkeit. Tatsächlich? Meine Freundin ist arbeitslos und das Kollektiv kann dicht machen. Wär's dir lieber, die hätten ihr kontaminiertes Fleisch weiterverkauft? Tut mir echt leid wegen deiner Freundin, aber das schrie nach Veröffentlichung. Ich weiß, hast recht. Ich fühle mich bloß so schuldig, weil ich euch drauf gebracht habe. Reden wir jetzt nicht drüber. Also, meine Liebe, ist das ein Freundschaftsbesuch oder ein geschäftlicher? Wollte nur Hallo sagen. Ich habe heute frei und war gerade in der Nähe. Ein Freundschaftsbesuch, das sind mir die Liebsten. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, mich zu besuchen. Wie geht's dir denn? Fistig? Naja, weißt du, es könnte besser sein, aber ich bin nicht sicher, dass es jetzt und hier passt, Sully. Wollen wir heute Abend zwei große Bierchen kippen gehen und uns ein bisschen bemitleiden? Heute Abend passt schlecht. Morgen vielleicht.
Apropos große Bierchen, ginge auch extra groß, bitte? Perfekt. Und die Arbeit? Läuft? Mira hat mir heute freigegeben, weil, keine Ahnung wieso, sie hat vermutlich irgendwas vor und wollte mich nicht dabei haben. Und bei dir? Um uns herum bricht die Welt auseinander und in ein paar Tagen wird möglicherweise eine Ausgangssperre verhängt, die mit Waffengewalt durchgesetzt werden soll. Geht mir fantastisch. Weißt du, je mehr die Leute drinnen bleiben, desto mehr Zeit haben sie übrig und desto mehr Nachrichten brauchen sie. Wenn ich ehrlich bin, wäre mir etwas weniger Drama und nicht ganz so viele Kampfanzüge in den Straßen lieber. Aber der zynische Journalist in mir frohlockt. Ich dachte, ihr wäret durch und durch zynische Journalisten. Das Alter glättet Ecken und Kanten, meine Liebe. Aber ich mache mir tatsächlich Sorgen. Ich begreife nicht ganz, was da geschieht. Die Motive des Syndikats sind unklar. Die Regierung hat eine totale Nachrichtensperre verhängt. Keiner sagt einen Ton. Gefährliches Chaos. Wahlen bringen die schlimmsten Seiten der Leute ans Licht. Du glaubst, die verschärften Sicherheitsmaßnahmen des Ei hätten was mit den Wahlen zu tun? Eher nicht. Da ist was anderes im Busch. Sie wollen, dass die Leute drin bleiben. Alle sollen in die Dreamtime eingeloggt sein. Keine Zeugen auf den Straßen. Und das macht mir tatsächlich Sorgen. Schau mal, ich habe mein Sorgengesicht auf. Allerdings, voll das Sorgengesicht. Tja, ich bin dann mal weg. Also, morgen dein Bierchen? Extra, extra große Bierchen. Die werden so strunzenvoll sein nach dem einen Bierchen. Aber an sich trotzdem ein recht interessantes Gespräch, zumindest erstmal wieder vernünftig reinzukommen, was draußen auf der Straße los ist. Ne? Und interessant zu wissen, dass diese total unwichtige Entscheidung, also so hat sie sich damals angefühlt, doch dann eine größere Auswirkung hat mit dem Würstchen. Das, weil ich habe da, glaube ich, einfach nicht zugehört und dachte, ah, Würstchen, ja doch, Würstchen wird schon passen, ist ja egal. Dass das trotzdem so eine das habe ich nämlich vorher nicht verstanden, so eine weitreichende Auswirkung hat, dass die deshalb auf den, ich sag mal, Gammelskandal gekommen sind und sie deshalb das Ding schließen musste. Da hatte ich noch gar keine Verbindung so zu gesehen gehabt. Finde ich aber schneiß, dass das hier nochmal erklärt wird, ne? Besonders so, naja, wesentlich später. Das ist, ne, also es kann gut sein, dass ihr die Entscheidung getroffen habt, die halt doch nicht so relevant waren, aber halt wesentlich später dann doch wirklich Auswirkungen aufs Spiel haben. Ich das aber dann gar nicht mehr weiß, ne. Ist cool gemacht und ganz ehrlich, wenn die wirklich Gammelfleisch da verzockt hat, dann gehört ihr die Bude halt einfach zugemacht. Das ist... Wir haben dann so gesehen das Richtige, auch wenn es nur Kumpeline ist, aber ne, trotzdem das Richtige irgendwie getroffen. So, bei ihm wäre ich wahrscheinlich nichts weiter machen können, wa? Ich gucke bloß mal. Die Hand kam früher alle paar Wochen raus, aber in letzter Zeit sind mehr Vollzeitmitarbeiter dazugekommen und sie haben auf einen täglichen Feed umgestellt. Okay, aber das hatten wir ja schon, dass das schon ist. So, zu ihm wollten wir. Und ihn irgendwie zurückgewinnen, keine Ahnung. Ich glaube, also ganz ehrlich, das, was wir gesagt haben, damals empfand ich auch nicht so als wirklich schlimm, aber wir hatten ja jetzt keine Möglichkeit, da wirklich mal eine Beziehung zu den beiden aufzubauen, meiner Meinung nach. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, aber allgemein auch, dass, was es sagte oder auch wie es sagte, wenn dadurch schon alles in die Brüche geht, also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Weiß nicht, klar hat das vielleicht mit Sachen im Vorfeld zu tun, die wir halt nicht so kennen, weil wie gesagt, wir haben da jetzt keinen Bezug dazu gekriegt. Oder konnten das nicht so... Vielleicht, wenn man den Teil davor gespielt hat, ist es was anderes, aber so fand ich es jetzt als ersten Teil für mich von der Reihe, ich fand es jetzt nicht so wirklich schlimm. Und wenn er da schon wegknickt, ja, dann sollte es, ganz ehrlich, dann sollten sie es lassen, weil das wird immer wahrscheinlich immer wieder kommen. Bei jeder Reiberei und anstatt da vernünftig sich hinzusetzen, vielleicht drüber zu diskutieren, im ordentlichen Rahmen, ja, nicht mehr anschreien und so, und das für ihn nicht mal möglich scheint. Na. Hi. Huh. Oh, hallo. Beschäftigt? Nein, ich meine ja, sehr. Aber nein, im Moment nicht. Und? Ist Sally schon ausgerastet, weil du bei ihm wohnst? Noch nicht. Wie läuft's denn hier? Irgendwelche Insider-Informationen über unseren aufstrebenden Polizeistaat? Ich wünschte ja. Alle wollen Antworten. Warum hat das Syndikat die bösen Buben geschickt? Warum meldet sich die Regierung nicht zu Wort? Das totale Chaos. Einer von diesen Exotypen hat mich heute Morgen aufgehalten. Wollte wissen, wo ich hin wollte. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, die Antwort zu verweigern. Aber ich habe Schiss gekriegt. Wahrscheinlich die richtige Entscheidung.
Nenn mich feige, aber ich wollte nicht mit jemandem diskutieren, der ein Sturmgewehr mit sich rumschleppt. Wir hatten echt gedacht, diese Einsätze seien nur vorübergehend. Kleine Machtdemonstration, aber... Es gibt Gerüchte über eine Ausgangssperre. Möglich wär's. Ich meine, warum würden die sonst Robocops schicken? Robocops? Die XO-Suits. Außerhalb von Kriegsgebieten habe ich noch nie so viele von denen gesehen. Und das hier ist Propast, nicht Washington D.C. Also, ja, wir versuchen immer noch der Sache auf den Grund zu gehen, aber es ist noch kein Boden in Sicht. Wenn es irgendjemand schafft, dann ihr. Tja, also, wir müssen reden. Müssen wir. Ich meine, es geht jetzt schon eine Woche so. Wir müssen rausfinden, wo das hinführt. Müssen wir. Genau. Also... Wie wär's mit Abendessen? Sicher. Abendessen, nichts weiter. Vielleicht können wir uns was zum Mitnehmen holen und nach Hause, in die Wohnung gehen. Und dann reden, während wir essen. Zu Abend. Guter Plan, Mann. Ich meine, klar. Ich hol mir auf dem Heimweg irgendwas. Irgendwas Unbedenkliches. Ach komm, muss das wirklich sein? Kannst du es nicht einfach so stehen lassen? Es ist nur... Manchmal habe ich das Gefühl, du stehst Neuem nicht sehr aufgeschlossen gegenüber. Ich bring dir was zum Mittag mit, du hast es. Gibst du jetzt mir die Schuld, dass mir übel geworden ist? Woher willst du wissen, dass es die Schweinswürstchen waren? Vielleicht war es, keine Ahnung, dein Risotto. Ich habe die ganze Nacht gereiert. Ich glaube kaum, dass das Risotto... Ach, was soll's. Ich wollte, dass du dich was traust. Es war eine saublöde Idee. Wir sollten immer schön beim Alten bleiben. Vielleicht wäre Nila dann immer noch im Geschäft. Gib jetzt bloß nicht mir die Schuld, dass sie illegales, kontaminiertes Biofleisch gekauft und ihre Lizenz nicht verlängert hat. Hättest ja nicht unbedingt einen Artikel darüber schreiben müssen. Hätte ich lieber zulassen sollen, dass ein zwielichtiger Importeur weiter gefährliche Nahrungsmittel verkauft? Außerdem, darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass ich mich zwangsläufig nach dir richten soll. Du sagst also, ich zwinge dir was auf? Nein, aber ich glaube, du solltest bedenken, dass deine Wahl vielleicht nicht die einzige ist. Vergiss es. Das ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort. Wir reden später. Genau, später. Hör mal, ich muss los. Schick mir eine Nachricht, ja? Dann überlegen wir wegen Abendessen. Na schön. Ich kann beide Seiten verstehen, aber ganz ehrlich, sie habe ich jetzt charakterlich noch nicht so empfunden, als ob sie jetzt krass jemand was aufzwingt. Also vielleicht ist er da auch ein bisschen bloß pikiert drin irgendwie, weiß ich nicht. Also wenn das so ist, dann kann ich ihn halt auch verstehen, wenn es halt immer nach ihrer Nase gehen soll oder so. Aber ich hatte jetzt, so wie sie redet, nicht das Gefühl, dass sie da nicht, sage ich mal, aufgeschlossen ihm gegenüber ist. Deswegen verstehe ich das nicht so wirklich. Vielleicht ist er da auch einfach nur sehr verbohrt. Also, ja, okay, deswegen, also das hat man ja gesehen, ich habe jetzt nicht mir angehört, was die jetzt jeweils zu Ja oder Nein sagt wegen Abendessen, aber das war jetzt bloß ein Initialding, weil ich dachte, so in der gemütlichen Atmosphäre vielleicht mal einfach reden, dass sie jetzt dann anfängt, okay, ich bringe mir dann selber irgendwie was mit, ja, hätte jetzt auch nicht so sein muss, da kann ich den Punkt von ihm schon verstehen, okay, lass es doch einfach erstmal so stehen, ist doch okay, aber halt den weiteren Gesprächsverlauf fand ich doch ein bisschen too much oder so, als ob der halt, er ist zwar jetzt nicht laut geworden oder so, also so kriegt ihr mit Anschreien und so, aber ich weiß nicht, dass der sehr, sehr schnell irgendwie auf die Palme geht, keine Ahnung. Und dadurch, dass sie eher ruhig redet, regt das dann noch mehr auf. Ich kann das auch bloß, glaube ich, aus dem Grund so einschätzen, weil ich das aus eigenen Erfahrungen jetzt nicht von mir selber, aber aus meinem persönlichen Umfeld so kenne, wie das laufen kann. Und das muss halt nicht sein. Also das, weißt du, Abendessen, ja, er hätte einfach gesagt, ja, okay, dann bring dir halt was mit und wäre dann nicht gleich so auf, sagen wir mal, 120 gegangen, hätte es doch belassen können. Und dachte mir dann so, okay, das ist ja schon mal ein vernünftiger Schritt in die richtige Richtung. Aber so wie das jetzt verlaufen ist, ganz ehrlich, ich sehe da ein wenig schwarz.